Ja, also die Bemühungen sind ja so, dass Deutschland alles tut und sich bemüht, diesen gefrorenen Konflikt und die starren Fronten einigermaßen aufzuweichen. Sie wissen, dass es bei uns Unterschiede in der Beurteilung gibt über die Rolle der EU. Ich gehöre zu den Kritikern der EU in diesem Zusammenhang und sage, dass es völlig falsch war, die Ukraine vor über einem Jahr vor ein Fait accompli zu stellen, Russland oder die EU, sondern dass es richtig gewesen wäre, Russland von Anfang an in die europäische Einigungsbemühung mit einzubeziehen. Das war am Beginn eines großen Konfliktes, dessen verheerende Folgen wir heute sehen. Es ist nie zu spät, eine große Reparatur zu versuchen. Wir sind heute hier, um diesem Bemühen sichtbar Ausdruck zu verleihen.